Hallo bei Aramel.com, ich möchte euch heute Sprossen vorbereiten. Und dafür brauchen wir Sprossen, Mehl, Salz, Pfeffer und ein hitzebeständiges Öl zum Frittieren. Ich habe meine Fische jetzt gewaschen, trocken getupft, etwas Zitronensaft drüber gegeben und jetzt kommt einmal Salz und Pfeffer drauf. Und das Mehl. Und das vermische ich jetzt alles gut. Ich habe mir auch schon eine Pfanne mit Öl vorbereitet. Und da werde ich jetzt die Fische schnell rundum knusprig braten. Unsere Fische sind jetzt schön knusprig gebraten. Ich werde sie abtropfen lassen. Und servieren. Unsere Sprotten sind fertig, schön knusprig, ein ganz wunderbares Fingerfood. Dazu serviere ich Bratkartoffeln, man kann auch Dips, Salat oder sonst was dazu servieren. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromehl.com.